Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir eingetroffen die Pinkbox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich diesen Monat hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, Sammy ist auch am Start, der hat gerade ein Leckerchen gekriegt und wuselt ein bisschen um mich herum. Ja, ich habe mich eben hier ein bisschen schick gemacht, ein bisschen mal geschminkt. Ich hatte heute nicht so den besten Tag meiner Tage, um das mal so zu sagen. Also ich habe nicht meine Tage, aber ich hatte nicht den besten Tag. Ja, habe mir so ein bisschen, eigentlich ist es eher so ein Herbst-Make-up drauf gemacht, ne? Von Too Faced, die Salted Caramel ist auf meinen Augen drauf. Das ist ein Lippenstift von, eine Kombi von Essence und Ila Maska, habe ich da was auf den Lippen. Ansonsten einfach ein bisschen, ich sehe ganz schön erwachsen aus, ne? Ganz schön schick. Habe auch so ein Pullikleid von Shein an und ich laber und laber und sollte mal anfangen mit dem Unboxing. Also, die Pinkbox wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich sie hier vorstellen kann. Vielen, vielen Dank an das liebe Pinkbox-Team. Das ist echt cool und die kostet so um die 15 Euro pro Monat. Also eigentlich weniger, je nachdem, was für eine Abo-Form du wählst. Wenn du ein flexibles Abo wählst, liegt die so bei 15 Euro und wenn du das Jahresabo nimmst, ist die ein bisschen günstiger und ja, ich bin sehr gespannt. Das ist die Dezemberbox. Die Dezemberbox von der Pinkbox ist eigentlich erfahrungsgemäß ganz schön stark. Deswegen bin ich auch mal gespannt. Ich werde euch zum Ende hin auch einblenden, was so die Werte vom kompletten Jahr waren, was so der Durchschnittswert von den ganzen Pinkboxen war. Also sollte dich das interessieren mit diesen ganzen Zahlen, Daten, Fakten, Gedönsen, dann schau dir das gerne auch an. In dem Karton haben wir zum einen so einen Flyer drin, Augen auf. Also wir haben ein Produkt, was wohl nicht in die Box mit hineingepasst hat. Denn die Box hat immer ein ganz spezielles und bestimmtes Format. Das ist dieses hier und die sieht ja mal ultimativ gut aus, diesen Monat. Das gefällt mir. Also ich mag dieses eisige Design, das ist wie so ein verschneiter Wald im Hintergrund. Mag ich gerne leiden, ne? Doch, das ist hübsch. Und wir haben hier auch so einen Gutschein mit dabei von My Müsli, dass du was für Umme mit dabei bekommst. Dann noch so weitere Gutscheine in so einem Heftchen immer. Maus, glaubst du, ist da auch was für dich mit bei? Ich glaube nicht. Nee, die Couch haben wir auch mit dabei. Das ist ein Magazin, so ein Wohnmagazin. 2,80 Euro kostet die normalerweise in Deutschland und die schaut so aus. Ist so ein kleineres Format von der Zeitschrift. Ich lege das gerne bei uns im Badezimmer hin. Das mag ich übrigens richtig gerne. Ich mag Druckerschwärze. Das ist ganz schön creepy. Aber es ist so und da hast du dann so ein bisschen Wohntipps, Einrichtungstipps, Beauty-Tipps, ganz viele Tipps und halt Werbungsgeschichten gedönsen. Und jetzt gucken wir mal. Oh, da sind sogar zwei Produkte nebenbei. Die nehme ich jetzt aber noch nicht raus, die nehme ich gleich erst raus, weil ich muss mir angewöhnen, auch erst die Box aufzumachen. Ich entferne den Deckel und da steht bei der Pinkbox immer drin, du bist schön. Und das ist schon mal total freundlich, ne? Ich feiere das. Und weil ich die Box so schön finde, stelle ich das doch mal hier so in den Hintergrund. Dann sieht man den Deckel nämlich die ganze Zeit. Ich mag das Design von der Box so gerne gerade. Ja. So, wir haben hier dann die Box. Das ist ein Seidenpapier, was mit einem Klebi zusammengehalten wird und ein Seidenschleifchen. Und ich rieche mal kurz dran. Riecht einfach nur nach Papier. Ja, Sammy, das riecht einfach nur nach Papier. Dann mache ich das Seidenschleifchen einmal auf. So, und den Klebi. Ich will das ja immer rückstandslos entfernen. Oh, ich sehe hier schon was drin, Leute. Das sieht gut aus. Ja, das ist der Blick in die Box. Und hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da gucken wir doch zuallererst mal rein. So, Sammy, was haben sich denn die Boxenpacker dabei gedacht, als sie die Box gepackt haben? Ey, die haben das auch komplett von innen in diesem Design gemacht. Das feiere ich, ne? Hallo Pink Lady, damit sind wir gemeint. Der Winter ist da und hüllt dich in eine frostige Wolke. Naja, um ehrlich zu sein, es ist hier zweistellig noch von den Temperaturen her, ne? Es war heute relativ verregnet, also so nass kalt, aber halt nicht wirklich kalt. Also ich konnte theoretisch auch einfach so nach draußen gehen, das war überhaupt kein Problem. Übrigens, wer sich wundert, Ohrringe und Kette kommen von Corazul. Mit dem Code CLAUDICORAZUL15 sparst du nämlich bis Ende diesen Monats 15% auf das komplette Sortiment. Schau da gerne einfach mal vorbei, das ist richtig, richtig toller Schmuck da. Habe ich im Sommer auch tollen Schmuck zugeschickt bekommen und jetzt habe ich halt wieder zum Winter hin was bekommen und ich feiere das hart, ne? Ich finde die wirklich schön und auch diese Kombi. Also die trage ich fast täglich, ne? So, mach das Beste daraus und verwandle dich in eine wunderschöne Eisprinzessin. Ja, ich bin jetzt heute eher so im Kontrast, aber
Hier weißes Kleidchen, ne? Ja. Unsere neue Pinkbox im eisigen Special Design bringt dich garantiert in Stimmung. Genau, denn normalerweise ist die pink, die Pinkbox. Du kannst dich auf tolle Beauty-Highlights freuen, mit denen du wunderbar gepflegt in den Winter startest. Übrigens, unser prickelndes Goodie von Söhnlein eignet sich perfekt, um auf das Leben anzustoßen. Jin Jin, dein Pinkbox-Team. Ja, liebes Pinkbox-Team, ich trinke eigentlich nicht wirklich Alkohol, aber manchmal tue ich es doch. Wir haben normalerweise in dem Pinkbox-Magazin auch so ein paar Umfragen mit drin gehabt, also so Psychotests in Anführungsstrichen, wie man das damals so aussah. Gott, wie kann man den, aus der Bravo, genau, da gab es ja sowas auch. Oder irgendwelche Packlisten für einen Urlaub oder so. Oder irgendwelche, ne, Rezepte oder so. Und hier haben wir jetzt die eisigsten Filme aller Zeiten. Die Eiskönigin, völlig unverfroren, kenne ich. Die Eisprinzen, kenne ich nicht. Ice Age, kenne ich. Snowpiercer, kenne ich nicht. I, Tonya, kenne ich nicht. Das heißt, ich habe jetzt schon mal drei Filme, die ich für die Weihnachtszeit auf meine To-Do-Liste zum Anschauen mir setzen kann, ne? Okay. So, dann gucken wir mal, was wir hier Feines drin haben. Also das habe ich eben schon direkt gesehen, das finde ich scharf. Das ist der Body-Joghurt von Dove. Das ist eine Körpercreme, Granatapfel und Shea-Butter-Duft. Also ich mag ja super gerne auch dieses Körperpeeling von denen, ne? Und ich habe das hier, ich glaube auch als Körperpeeling mal letztens ausprobiert. Und das hat mir auch richtig gut gefallen. Also das habe ich mir gekauft oder hatte es noch in meinem Backup. Wie wäre es mal mit einer Stimme, Claudi? Das wäre cool, ne? Für schöne, weiche Haut. Und ich finde sogar fast diesen Duft von Granatapfel und Shea-Duft, irgendwie besser. Weiß ich nicht. Und hier ist der Tiegel. In der Pinkbox haben wir auch mehr so Produkte drin, die so in der Drogerie zu finden sind. Das heißt, es sind Produkte, die man halt auch nachkaufen kann, ne? Das heißt, der Wert ist dann vielleicht nicht so ultimativ krass hoch, aber wir haben dafür große Produkte drin und Produkte, wie gesagt, die man sich, wenn sie einem richtig gut gefallen, halt auch gut nachkaufen kann. Muss man halt entscheiden, wenn man sich eine Box aussucht, was einem da am meisten Freude bereitet. So, finde ich klasse und ja, wird auf jeden Fall jetzt auch dann in meine Backup-Sammlung kommen. Backup-Sammlung vor allem wird dann demnächst mal ausprobiert, sobald ich irgendwann mal Möglichkeiten habe, denn ein Körper. Auch wenn ich groß bin, 1,73, ne? So, Söhnlein White Eye Sparkling, fruchtig prickelnd. Genau, das ist ein Säckchen. Genau. Ist ja auch quasi im Dezember Silvester. Leute, das wird echt ein Trauerspiel gefühlt, ne? Aber für mich wird es eine ganz entspannte Kiste werden, glaube ich. Also ich glaube, das wird für mich eher positiv als negativ werden. Schreibt mir gerne mal eure Pläne für Dezember, genau, für Weihnachten und für Silvester in die Kommentare rein. Bin echt gespannt, wie so alle anderen das verbringen. Ich kann das natürlich auch, ne, auf der Arbeit, da frage ich ja auch rum, wie macht ihr das so? Und sehr, sehr viele haben echt beschlossen, ich bleibe zu Hause. Ich feiere nur mit meinem Liebsten oder mit meinen Liebsten, wenn die halt Kinder haben, ne, einfach im kleinen Kreis. Ja, ich glaube, mehr ist ja auch fast nicht erlaubt. Ja. Okay, 8% Alkohol sind hier enthalten und jo, das wird dann halt wirklich Silvester eher getrunken. Oder Weihnachten, muss ich mal gucken. Aber das eine oder andere werden wir vielleicht zum Anstoßen haben. 5 Produkte haben wir auch normalerweise mit in der Box. Und jetzt habe ich hier schon 2 rausgeholt. Jetzt kommen wir zum dritten. Da habe ich eine Wimpernzange von Evelyn. Ein Wimpernformer. Genau. Mit 2 Ersatzklingen ist es auch noch drin. Ist der verkehrt rum oder muss das so? Das weiß ich nicht. Also ich verwende super gerne Wimpernzangen. Dadurch, dass ich halt auch mit den ganzen Wimpernseren, die ich verwende, echt lange Wimpern habe, mache ich mir auch gerne nochmal, bevor ich die Mascara drauf mache, ein bisschen mehr Schwung mit rein. Ja, sieht halt alle irgendwie noch ein bisschen besser aus und irgendwie... Auf der Suche nach meiner Stimme, Leute. Der Frosch, der im Hals ist, der ist echt real. Ja, mit 2 Ersatzgummis. Auch das finde ich immer sehr freundlich, wobei ich ja echt so ein Typ bin. Ich kriege die ja grundsätzlich verloren. Die Evelyn Wimpernzange ist okay. Ich persönlich mag sehr, sehr gerne die von Brushworks. Die habe ich hier auch liegen. Ne? Die ist jetzt, habe ich eben extra tatsächlich mal sauber gemacht. Das ist ja fantastisch. Die kostet auch nur irgendwie 5 Euro. Und ich habe auch eine in einem anderen Adventskalender drin gehabt, die so ein bisschen fancier ist. Die habe ich jetzt heute auch verwendet. Die finde ich fast sogar noch einen Tick besser, weil man die auch irgendwie von vorne und dann so drauf macht und nicht von unten und dann so zusammenklappen. Ne, das ist halt auch immer so eine Sache, wie mag man das? Man kann das theoretisch auch mit den Fingern machen, man kann es theoretisch auch mit einem Löffel machen. Aber es ist nett, dass es in der Pinkbox mit drin ist, finde ich, ne? Doch. Ja, genau. Wo kommst du hin? Da kommst du hin. Genau. So.
hier habe ich jetzt etwas, das passt tatsächlich dann auch zu dem, was hier neben liegt. Und zwar, und das finde ich extrem gut, weil ich mag die, von New Have a Berry Special Day. Shampoo und Spülung, und das sind Full Sizes. Also das sind wirklich die Originalgrößen davon. Mit 200 Millilitern und 250 Millilitern. Also finde ich wahnsinnig toll. Und das riecht richtig schön beerig. Ich mag die Produkte von New sowieso sehr, 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 sehr gerne. Habe ich schon oft verwendet und ich finde, dass ich da echt tolle Haare von bekomme. Deswegen finde ich das auch geil, dass es mit drin ist. Und vor allem so eine große Spülung und ein großes Shampoo und nicht irgendwie in der Probiergröße, damit es halt irgendwie in eine Box mit reinpasst. Finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool von der Pinkbox gemacht, ne? Dass sie sagen, komm, egal, machen wir halt den Umkarton größer und legen es halt daneben und geben aber trotzdem den Kunden dann die Full-Size-Produkte mit an die Hand. Das finde ich echt nett. Genau. So, und jetzt rieche ich aber nochmal ganz speziell dran. Amaze with New Icy Berry. Genau. Also du sollst einfach mit New Eisbären überzeugen, keine Ahnung. Ja, riecht gut. Ja, riecht wirklich gut. Ne? Und auch in den Haaren, ich mag das einfach. Genau, und jetzt, ne, Shampoo-Spulung, das finde ich immer toll, weil ich benutze das gerne in Kombi und das ist halt echt auch genau in diesem Design. Ich weiß nicht, wer jetzt wem das Design halt, nein, Quatsch. Diese Produkte gibt es ja schon länger, aber ich glaube, dass die Pinkbox sich auch ein bisschen daran orientiert hat, oder? Finde ich cool. Xlater ist ja die liebe Julia, die gibt es hier auch auf YouTube. Die finde ich auch ganz sympathisch. Hat dieses Jahr, glaube ich, auch geheiratet, ne? Genau. So. Hübsch. So, so, so. Jetzt haben wir noch ein Produkt drin und das kommt mir bekannt vor. Warte mal. Hier. Das hatte ich jetzt letztens schon mal irgendwo anders drin. Das ist von Lord & Berry, nämlich so ein Lippenöl. Das können wir jetzt aktuell echt gut gebrauchen, muss ich gestehen, ne? Advanced Fluid Lip Treatment nennt sich das. Und dann wird das hier weiter wandern, weil ich es ja schon da habe. Das finde ich echt klasse. Das hat so ein richtig, meine ist jetzt ein bisschen angespackt, ne? Richtig schönes Füßchen, was wirklich sanft über die Lippen gleitet und extrem schön. Wirklich. Ja, was soll ich da groß zu sagen? Es ist ein Lippenöl, ne? Ja, ein Lippenöl halt. Ich verwende viel Lippenöle, so um halt einfach meine Lippen zu pflegen. Das mag ich auch sehr gerne, weil das halt auch noch so ein leichtes Glossy Finish mit dabei hat und dementsprechend dann nicht nur Pflege ist, sondern auch so ein Hauch dekorative Kosmetik mit dabei hat. Und das ist halt nicht irgendwie klebrig oder so, das ist halt echt angenehm. Ein schönes Lippenöl, doch. Und von Lord & Berry, das ist hochwertig und hochpreisig. Und das kommt jetzt wieder hier in meinen Turm. Den Turm kann ich euch unten in der Infobox auch mal verlinken. Finde ich großartig. Ja, ich habe hier so einen Gürtel drum, ne? Ha, was sieht das alles schick aus. Ja. Ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich einmal die Pinkbox. Und die hat mir gut gefallen, ne? Also die hat schön und so in den Winter gebracht. Das sind schöne Produkte, die man auch im Winter verwenden kann und die auch sinnvoll sind. Wir haben jetzt die trockene Haut, deswegen... Ne, diese Body-Butter-Geschichte finde ich klasse. Das mit den Haaren, wir haben jetzt sehr viel frizzige Haare. Das, ich weiß nicht, machen die irgendwas Spezielles? Ne, du sollst einfach nur Have a Very Special Day. Cool nach außen und im Inneren ganz sanft. Das New Icy Berry Shampoo ist ein echtes Multitalent und es kann noch viel, so viel mehr. Was hältst du zum Beispiel von einer glänzenden, schönen Haarpracht, die immer, die mit ihrem fruchtig-süßen Charme jedes Eis auf der Stelle bricht? Bärenstark, nicht wahr? Genau, also das ist halt... toll, scheinbar. Und es ist ohne Silikon, es ist vegan, es ist hautverträglich und so weiter. Und das finde ich einfach gut. Ja, also es ist in dem Sinne einfach pflegend, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ja, hat nichts Spezielles sonst irgendwie mit dabei. Ja, Sekt sowieso, ne? Passt jetzt in den Monat rein. Lippenöl passt jetzt auch rein. Also es sind passende Produkte. Da hat die Pinkbox doch einiges richtig gemacht. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne austauschen. Und ja, habe ich gesagt, dass ich eine Pinkbox in diesem Video verlosen darf? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, ihr Lieben, das war's dann jetzt von der Pinkbox und von mir für heute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!